Heute auch direkt live aus Windsor mit Karen. Und morgen sehen Sie die Traumhochzeit natürlich hier bei uns im ZDF und das ab 11 Uhr. Also die Fähnchen, die Cupcakes und die Taschentücher bereitlegen. Und ich habe es gerade gehört im Ohr. Uns erreicht die Nachricht, dass ein bewaffneter Angreifer in einer Highschool im US-Bundesstaat Texas um sich geschossen haben soll. Es soll wohl auch Tote gegeben haben. Mehr dazu in den Heute-Nachrichten um 19 Uhr und auch auf der heute.de. Ihnen trotzdem jetzt schon viel Spaß mit der Hochzeit und ein schönes Pfingstwochenende. Wir sehen uns sehr gerne am Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.